So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder Eier für euch gebrütet, denn es ist immer noch das Geschenke-Event aktiv und diesmal sind es wirklich die meisten bisher. Ihr wisst, 30 Geschenke könnt ihr immer öffnen. Theoretisch hättet ihr die Chance, 30 Eier zu bekommen und 30 Eier zu brüten, was eigentlich relativ Quatsch ist, weil ihr ja nicht aus jedem Geschenk ein Ei bekommt. Und letztens habe ich gesagt, das ist das meiste bisher gewesen, waren aber nur 23. Jetzt ist es wirklich das meiste bisher, denn jetzt haben wir 24 Eier gebrütet. 24 Geschenke, Gaben, Eier, ja, alles doppelt sagen, dann passt das. Und angefangen haben wir heute mit einem Togepi. Wieder mal ein normales, kein Shiny, aber wir werden wieder mal bewerten, uns angucken, ob was Gutes dabei ist, ob trotzdem ein Shiny dabei ist, ob Shiny Mobile endlich dabei ist und vor allem auch, wo die Eier herkamen. Vielleicht erkennt ihr euch ja wieder, ob ihr die geschickt habt, wenn ihr in der Freundesliste drin seid. Da muss ich eh nochmal ein Update-Video machen über die Freunde, denn so kann das nicht angehen. Also Togepi aus Berlin, Deutschland. Leider nur 2-Sterne-Bewertung, nichts Krasses in dem Sinne. Dann gab es aber ein Pichu hinterher aus Boutons-Île-de-France, Frankreich mit Angriff 15, 3-Sterne-Bewertung, leider nicht shiny, kann jetzt auch keinen Hut mehr haben, wie man sieht. Dann haben wir noch ein Mobile, hey, keine Sendung ohne Mobile, aus Münchenstein, Basellandschaft, Schweiz, aber auch nur 2-Sterne-Bewertung und naja, kein shiny. Nicht, wir sind ja nicht Fabian Prowatzki, der im ersten Ei gleich ein Shiny bekommen hat. Wir brüten 100 Eier und bekommen keins. So sind halt die Welten. Aber das nächste Mobile, und das sieht schon viel besser aus, aus Hildburghausen, 3-Sterne-Bewertung, Angriff 15, Verteidigung 15, KP auf 11. Ja, kann man mal mitnehmen, aber wir haben ja schon einen 100%igen Mogelbaum und eigentlich wollen wir nur das... eigentlich wollen wir nur das Shiny. Schon wieder ein Mobile, das sieht man in den Wald vor lauter Bäumen nicht, aus Langenhagen, Niedersachsen, auch 3 Sterne und KP 15, also bei so viel Mobiles kein Shiny, das ist schon echt eine, ja. Bonera aus Kempten, Allgäu, Bayern haben wir auch noch dabei, auch wieder 3-Sterne-Bewertung, aber kein Wert auf 15. Dann geht's weiter mit einem Cusilla aus Boston, Massachusetts. Entweder habe ich einen Sprachfehler oder das war richtig. Schreibt ihr mal rein, wie das heißt. Das lese ich mir dann nochmal durch. Leider nur 2-Sterne-Bewertung und auch kein Shiny. Aber dann ein Alola-Slimer aus Boutons-Île-de-France, Frankreich. Auch nur 2 Sterne, kein Wert auf 15. Ihr seht die Statistik, die wächst. Ich blende am Anfang immer ein, wie der aktuelle Stand ist, alphabetisch geordnet, wie viel wo was rauskam. Und am Ende machen wir nochmal eine schöne Zusammenfassung. Das nächste Mobile, jetzt ist aber gut hier, aus Bonn, Nordrhein-Westfalen, aber nur 2 Sterne, kein Wert auf 15. Das nächste müssen wir ausblenden. Das ist nämlich wieder für Raid am Mittwoch gedacht. Habe ich aber vorher schon hier aufgenommen, soll aber trotzdem hier nicht das Bild versauen. Hier geht es nur um die Eier, nur um die Babys. Und da haben wir jetzt ein Mantirps aus Bremen mit 3 Sternen, aber kein Wert auf 15. Mantirps schön für Mirror Trades immer aufheben, dass wir da noch einen Lucky bekommen. Dann ein weiteres Pichu aus Großbären, Brandenburg. Auch 2-Sterne-Bewertung, sonst nichts Krasses dabei. Und das nächste Pichu aus Werden, Aller, Niedersachsen. KP 15, trotzdem nur 2 Sterne insgesamt. Dann haben wir noch eine Alola Dicta aus Fürth, Hessen. 3 Sterne und KP 15. Eigentlich könnt ihr ja selber lesen. Ich könnte einfach stillschweigend alles durchklicken. Und ein Klingblim aus Goch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. 3 Sterne. Angeblich soll der auch schon Shiny Klingblim im Spiel sein, aber das war ja wieder alles Fake, weil sich Leute immer die Mühe machen, irgendwelche Bilder zu erstellen. Dann haben wir noch ein Pi aus Eisfeld, Thüringen, 3 Sterne, Angriff 15, ein Isso aus Hannover, Niedersachsen, 2 Sterne. Noch ein Mobile, also das ist heute wirklich eine baumige Folge, aus Hildburghausen. 3 Sterne, kein Wert auf 15, trotzdem 2 auf 14, sieht also relativ gut aus. Ein Mantirps hinterher aus Thema, Verteidigung 15 und 3 Sterne. Noch ein Mobile hinterher aus Meiningen, Thüringen mit Angriff 15. Also jetzt geht's los, Angriff ist die beste Verteidigung. Ein Dicta aus Helmstadt, Bayern,
3 Sterne, aber kein Wert auf 15. Ein McBee aus Berlin, 3 Sterne, Verteidigung 15, kein Shiny, also irgendwie. Ein Azurill aus Sprockhövel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, 3 Sterne Bewertung und wie es da rumhüpft auf seinem Schwanz, Ball, wie auch immer. Noch ein Togepi aus Meda, Bayern, Deutschland, 3 Sterne, KP 15, Angriff auch auf 14, das sieht auch gut aus. Und da sind wir schon beim letzten angelangt, das 24. Ei. Noch ein Alola Dicta aus Zerbst-Anhalt, Sachsen-Anhalt, Deutschland. Und ja, 3 Sterne, 3 Haare auf dem Kopf. Sehr passend dazu. Ihr seht also, man ist immer schön fleißig am Brüten. Trotzdem kein Shiny dabei. Kein Mobile Shiny. Es dauert und dauert, aber das Event läuft ja noch ein bisschen. Und wir geben nicht auf. Wir brüten jeden Tag weiter und gucken mal, vielleicht schaffen wir auch die 25 Eier oder die 26 Eier. Und irgendwann kommt das sicherlich. Wenn nicht, muss ich dann wieder bei eBay für 1000 Euro mir ein Shiny Mobile gönnen. Nein. Mal gucken, wir werden schon Glück haben, gibt ja immer nette Menschen, die haben 10 Stück und geben da gerne mal eins ab. Habt ihr schon ein Shiny Mobile? Was kam bei euch aus der letzten Eierladung raus? Habt ihr ein anderes Shiny bekommen, was ihr schon immer wolltet? Oder auch Alola Vulpix als Shiny? Das wäre natürlich auch noch genial. Das war's aber schon von dieser Folge. Wir gehen raus, tun neue Eier rein, brüten fleißig und melden uns dann am nächsten Tag zurück. Also, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.